Ich habe gehört, wir hatten ein Safe State, ne? Weil mir beim letzten Mal sehr kurzfristig nicht mehr so dolle zumute war. Genau, wir waren in einer meiner liebsten Welten, Mad Monster Mansion. Oh, ich habe meinen Tank zerstört. Yes! Fleckmon ist einfach eins der besten Mons. Wenn nicht sogar mein Lieblingsmon, André. Also eigentlich ja, es ist mein Spirit Animal. So, wenn ich mich richtig erinnere, war das Wasser da unten giftig. Aber hier unten konnte ich rein. Wie geht's euch denn allen so? Habt ihr auch Bock auf die Hitze nächste Woche? Oh Gott, ich hasse Unterwasserzeug. Warum existiert Unterwasserzeug? Um uns alle fertig zu machen. Ja, Niesch, also ich habe gehört, von euch kommt irgendwann. Wow. Ein Spiel raus mit guter Unterwassersteuerung. Ich krieg da natürlich einen Key, ne? Also die letzten 2 Minuten sind nicht passiert, ne? Hallo, ich heiße Kitty. Herzlich willkommen zu Banjo-Kazooie. Wir machen hier jetzt mal weiter, nachdem wir letzte Woche aufgehört haben. Wir fangen vielleicht an einer anderen Stelle an. Ich meine, was? Das Problem ist, ich muss hier wahrscheinlich durch. Scheißendreck. Hallo Manfred, wie geht? Hab ich gefragt, wie es euch eingeht? Mir ist zu warm. Ha! Dienstag 37 Grad oder so? Ha! 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 Alpollo ist übrigens ein Supermon. Ich würde Gengar bevorzugen. Corona, oh nein, gute Besserung an deine Mutter, André. Nee. Lasst mich erstmal wach werden, ich habe Kaffee. Versuche ich das nochmal in Ruhe. Mach mal Herbst an. Wann ist Herbst? Lass mich kurz gucken. In 2 Monaten. Das mit dem Key war eigentlich ein Kecknirsch, aber falls ihr Beta-Tester sucht, biete ich mich gerne an. Ich würde es dann auch streamen. Ich habe auch Kaffee. Autumn DLC. Ja, let's go. Das Schöne ist, es wird ja immer schlimmer mit dem Sommer, ne? Ich denke mir so, Spanien, behalt deine Hitze mal. Danke. Sag mal, wer hat sich die Kacke hier unten eigentlich ausgedacht? Wer war das? Na, Nase, Chief Exposure. Nase, mach mal Werbung für uns. Ich hab eine coole Tasse. Ich bin ja gut darin, mich scheiße in Spielen anzustellen. Ich bin super Beta-Tester, Niersch. Okay, ich hab's. Niersch, wie weit ist denn euer Spiel? Bitte lass mich in Ruhe. Ich hasse mein Leben. Auf mich zu staggern. Danke. Es gibt ja Leute, die finden wirklich Bugs, als würden sie dafür Geld kriegen. Für jeden Bug 20 Euro, so, weißt du? Ich sehe nix. Ja, also ich habe gehört, Niersch fände diese Stelle super. Ich hab's im Griff. Ich hab's gleich. Y-Food? Was ist Y-Food, André? Ich bin, muss ja später noch mal runter. Ich kenne mich mit modernen Sachen nicht aus. Ein Vertical Slice gemacht und da alles über den Haufen werfen. Mahlzeit. Ja, Wifeblut, schreibt mich mal an. Ich trinke dann euer Zeug im Stream oder so. Und das ebnet mir den Weg zu Puawach. Ja, Jetzt. Beste Welt. Hi, hi, André, sag ich schon. Hi, Bayern. Jetzt
Jetzt muss ich wieder Tasten suchen, ne? Oh Gott. Das war jetzt nicht so schlau von mir. Egal. Hat gereicht. Habe ich noch irgendwo Heilung rumliegen? Lass mich das mal kurz rausfinden. Wie kommst du auf Y-Food, André? Also, wenn ihr jemanden bei Koa wach kennt, ne? Nein. Lassen wir das. Bin süchtig genug nach dem Zeug. Ich glaube, ich hatte hier, da hatte ich noch ganz viel Heilung, damit wir das machen können. Da liegt was. Ich vermute mal, dass die Kerzen mir wehtun. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich traue dem Spiel alles zu. Wie geht's dir, Bayern? Ich will bei Manfred übrigens immer Manfred sagen, aber... Ich meine, das ist nicht negativ. Wenn ich Namen verunstalte, ist es meistens ein liebgemeinter Keck. Gut und selbst zu warm. Ich freue mich total auf nächste Woche. Ja. War ich hier schon? Aua! Lass mich in Ruhe! Das hat ja super funktioniert. Plus, minus, null. Der Manfred! Mampfen wir den Manfred! Gamer könnte eine Zielgruppe sein. Ja, von wegen, hier hast du was zu trinken, zum Essen geht schnell, musst du beim Zocken nicht aufhören. Ich muss mittags raus bei, was habe ich gesagt, 37 Grad. Wird gut, Leute, wird gut. Noch nie ausprobiert. Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es wahrscheinlich, André. Und das sage ich jetzt, ohne geil auf irgendwelche Kooperationen zu sein oder auf irgendwas zu geiern. Ich bin halt grundsätzlich so ein Mensch, ich probiere gerne Sachen aus. Zum Beispiel Koawach. Ah! Tschüss! Die einzigen, die bei unserer Größe fragen, sind Raid Shadow Legends. Ja genau, und die wollen wir halt nicht. Also, ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich lasse mich bestimmt auf keine Kooperation mit Raid Shadow Legends ein. 34. Ja! Ich meine, wir sollen ja nicht meckern. Es kommen ja nicht die angekündigten 45 Grad. Das ist ja, also ist ja nicht so schlimm. Ich mir so denke, okay, cool. Ich sterbe schon mal 25 plus mit meinem Kreislauf, okay? Ika, Oka. Ich kann pokern. Erwischt. Streamer mit einem Zuschauer. Ja, gut. Raid Shadow Legends kann nicht mal kreuzweise, ne? Was machen, was man auch vertritt. Genau, zum Beispiel, wenn... Boah, was? Als Beispiel mir sagen, oder? Blechkitty, hast du Bock? Ich meine, ich würde mir halt die Konditionen schon genau angucken. Was habe ich davon? Wie viel muss ich... Wie sehr muss ich meine Seele verkaufen? Und so weiter. Aua. Aber wenn jetzt, oder doch unwahrscheinlicher, Nintendo würde kommen. Oder was weiß ich wer. Kein Problem. Soll ja auch passen, aber wenn jetzt Red Shadow Legends kommt oder NordVPN, denke ich mir so, nein. Und was bist du denn nochmal? Ich bin irritiert. Genau, und immer den Vertrag durchlesen. Das habe ich sogar bei Affiliate von Twitch gemacht. Bevor ich da irgendwas zugesagt habe. Habe ich erstmal geguckt, so, was wollen die eigentlich von mir? Zum Beispiel bin ich ja 24 Stunden Twitch exklusiv. Das habe ich schon mal erzählt, aber ganz kurz nochmal. Zur Erklärung. Wenn ich was streame, ich darf nicht gleichzeitig auf YouTube streamen.
Und das VOD darf erst 24 Stunden später hochgeladen werden. Niemals was annehmen, wo ich sagen muss, wie toll das irgendwie ist, ja. Ich meine, ich glaube, bei Raid Shadow Legends musst du bestimmte Sachen sagen, habe ich mal gehört. Aber viele Leute haben das dann auch einfach von vorne bis hinten durchgemimt. Aber selbst als Meme, nein. Lassen wir lieber. Ich hab sowas, also ich habe zwar nicht viel Selbstachtung, aber meine Selbstachtung ist noch insofern existent, dass ich nein zu Raid Shadow Legends sage. Kann ich das jetzt nochmal probieren? Ich hasse diese Stelle wie die Kamera. Ja, ja, ich gestern so bei mir schon, das Spiel ist aber toll. Ja, ja, auch wenn es alt ist. Ja, ja, ja. Und jetzt so selber total drüber abfacken. Ja, ja. Ich weiß gar nicht. Also, wenn ich. Wasser-Influencer. Ja, pff, bin ich eh nicht. So. Mit der Exklusivität für Partner, soweit ich weiß, ja, Vanessa. Hoch, Awach. Oh Gott! Ihr Gott! Ja, 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 ja. Ah, schön. Koawach ist ein Kakao-ähnliches, koffeinhaltiges Getränk. Das gibt es in ganz vielen verschiedenen Sorten, zum Beispiel weiße Schoki. Das kannst du zum Beispiel bei DM kaufen, in der Bio-Abteilung. Schmeckt ziemlich geil, also finden nicht alle, aber ich zum Beispiel. Es macht halt ultra wach und es schmeckt geil. Dafür werde ich nicht bezahlt, das ist meine persönliche Meinung. Hello Fresh, Janiesch, mach doch mal. Bei Partnern, die auch auf YouTube streamen. Bei Partnern ist es aber auch generell so, dass Twitch da immer sehr individuell Konditionen bespricht. Es kann sein, dass die da irgendwas ausgehandelt haben. Es kann auch sein, dass das, was ich erzähle, alter Kram ist. Sag mal, wo wollte ich eigentlich hin? Erzählt mal. Lops, Tschatsching im Hintergrund, schön wär's. Partnerverträge, also du hast ja auch als Twitch-Partner deinen persönlichen Ansprechpartner, dem du jederzeit auf den Sack gehen kannst. Voll zu dem Klo, Moment. Controller, bitte, danke. Und Twitch juckt sich halt nicht für so ein kleines Affiliate. Definitiv, tun sie definitiv nicht. Also klar, die machen Geld mit mir. Nicht viel, aber sie machen Geld mit mir. Da wollte ich hin. Waren wir hier drinne? Aber Partner ist halt für Twitch was ganz anderes. Da weiß ich auch noch nicht, wie das geht. Twitch und kleine Streamer. Ja, Twitch findet kleine Streamer total toll. Schwierig. In manchen Sachen schneidet Twitch den Kleinen halt schon was war das? Schon ordentlich ins Fleisch, muss ich sagen. Aber so ist es halt. Hä? Was? Kein Problem. Scheinbar ist es Dornzeugs. So, wie komme ich jetzt zu Mumbo? Lasst uns mal rausfinden. Oh. Warte. Hallo Xe, wie geht's dir? Genau, demnächst ist es im Moment nur in Japan und ein paar anderen Ländern. Wurden die Auszahlungen, die Auszahlungsgrenze wurde auf 50 Euro runtergesetzt von 100 so rum. Es soll aber auch noch in anderen Ländern kommen. Das ist echt scheiße, wenn man mitten in der Welt aufhört. Bandkörper. Ich weiß auch nicht, was letztes Mal los war. Ich habe einfach übelst abgebaut. Warte.
Ich meine, den Partnern kann das mit den 50 Euro egal sein. Die haben wahrscheinlich egal ob 100 oder 50 Euro jedes Mal eine Auszahlung so. Früher habe ich so alle 2 Monate eine Auszahlung bekommen. Mittlerweile ist es weniger geworden. Das ist jetzt kein Gejammer. Weil hier Inflation und Sommer und hast du nicht gesehen. Da hinten. Weniger Spesen, ja, genau. Hä? Warte, was? Nehmen wir doch den Eingang, ha? Huh? Easy und so. Lass mich raten, Mumbo macht mich klein. Es gibt ja auch viele kleine Affiliates, die, also wirklich, wirklich klein, selbst im Vergleich zu mir klein, die mit 100 Euro nie eine Auszahlung kriegen. Und mit dieser 50-Euro-Grenze ist das für die halt machbar. Wieder eine bekommen. Nice, Niesh! Yes! Puppy! Ja, also, ne? Ich mache ja immer Prime-Sub bei dir, ne? Momo macht mich zu Gemüse. Nicht zu Hackfleisch. Oh Gott. Hallo, na? Ucka, ucka. Der neue 10-Euro-Schein ist der 20er. Was zum Fick? Mumbo macht du Kürbiszauber. Gut für Tunen, lecker Suppe. Was? Eine neue Cam, Lee, let's go. Ich muss noch ein paar Sachen abrechnen. Aber theoretisch kann ich mich mit einer neuen Twitch-Auszahlung auch mal wieder umgucken in Investitionen. Twitch Money. Was? Ich bin ein Kürbis. Holt mich hier raus. Also bei ein paar Sachen dürft ihr wahrscheinlich nachher mal Tipps tipseln. Weil ich mir definitiv nicht mehr sicher bin, wie das funktioniert. In mich investieren. Was? Bayern, willst du schon wieder neue Layouts machen? Ich mag meine Layouts. Wo bin ich denn hier? Warte, warte, warte. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Da will ich hin. Kamera, please. Sei doch nicht so ein Sack. Please! Don't! Erst im Winter. Ah, dann lieber an mich investieren. Ja, Niesh, hier, mach mal 5 Commissions. Nein! Noch nicht, Bayer, noch nicht. Ich sag dann Bescheid. Was kann denn der Kürbis außer klein machen? Er ist quasi so groß wie ich. Der kommt durchs Klo, stimmt. Hä? Was? Aber was verstehe ich gerade nicht? Was? Aber ich komme doch nur. Warte, ich habe eine Idee. Vielleicht komme ich da, wenn ich mich durchs Klo spüle, hier runter. Pass auf, pass auf, pass auf. Vielleicht von oben. Moment. Wir gucken erstmal mit dem Kürbis durch. Das wäre ja so ein richtiges Herbstlevel, ne? Gerade die neuen Deke-Emotes sind so ungewohnt. Dachrinne. Klo, ne? Wäre naheliegend. Schauen wir gleich mal. Ich will mich hier erstmal kurz durchgucken. Weil irgendwo wollte ich noch rein. This is Halloween. Die Halloween. Hier ist noch der Typi. Ah! Nee, hier wollte ich auch nicht hin. Ach, Rusty Bucket Bay. Wow, oh Gott. Ist ganz cool, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, ich mochte Rusty Bucket Bay in dem Mad Monster Mansion am meisten. Mad Monster Mansion ist das, wo wir gerade rumlaufen. Der Kürbis hat immer noch eine Hose an. Ja, Iggy, kaufst du keine Kürbisse mit Hosen im Herbst? Ist doch normal. Hä? Ich weiß, ich fand die letzte Welt immer super anstrengend. Kann auch daran liegen, dass ich scheiße bin. Ah ja, das war das hier. Waren wir auch schon.
könnte meinen Kaffee mal trinken, bevor er kalt wird. Goofy! Nom nom nom. Das war... Ah! Das war alles oben. Lass mich in Ruhe. Ich freue mich schon auf Banjo-Tooie. Nächste Woche irgendwann. Aber freut ihr euch schon... Freut ihr euch schon auf den 23. Heute in einer Woche? Da ist, hier, Trashfest und so, ne? Ab 15 Uhr. Ah! Also Schmünko-Spiele kommen ja auf jeden Fall ran, weil Schmünko immer riggt. Trish? Nee, Trash. Triash, also Kitty und Kitty und Niash. Warte, jetzt habe ich einen Knoten. Nee, das funktioniert so nicht. Kitty und Niash gibt's irgendwann mal so. Warte, was? Wie komme ich da jetzt hochgewackelt? Wieder ein Wunsch kommt auch. Hast du Schmünko bestochen? Ich habe eine Idee. Dafür muss ich... lasst mich schauen. Ja, Bayern, musst du mich mal bestechen. Wollte ich hier sein? Ich glaube nicht. Oh, gut. Ja, Zanzara habe ich repariert. Aber ich bereite meine Sachen auch vor Kitsune. Und frickel nicht, also in der Regel frickel ich nicht on-stream eine halbe Stunde dran rum. Ich versuche, also es ist nicht so, dass ich die Sachen groß anspiele, das wäre ja Spoiler, aber ich gucke halt, ob es läuft und so. Oh, wo war denn das? Ich kam nur irgendwo da hoch. Weil bei Zanzara hatte ich so einen Maus-Input-Lag im Menü. Mario Galaxy Stream. Ich habe das getestet. Das lief auch. Ja? Es lief nur nicht alles. Ja? Vanessa? Ja? Aber vorbereiten war es professioneller Twitch-Streamer. Ziehen sich einfach on-stream die Install-Ex und der Rest wird schon glatt gehen. Ja, aber. Seh, du bist gefeuert. Du bist eingestellt, damit ich dich feuern kann und dann bist du gefeuert. Warte, hier war Mumbo. Wie bin ich denn eben gelaufen? Einmal hier durch. Ah, uff. Dann bin ich hier durchgehüppelt. Nee. Hä? Was? So bist du aber nie Partner. Was? C, was? Muss ich dafür unvorbereitet sein? Ja, dann habe ich das ja letztens mit Outer Wilds hochprofessionell gemacht. Ich bin gerade etwas lost als Kürbis, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Also wenn ich weiter so gut Videobeschreibung mache, dann kann ich euch das Bild vom Spiel ja abnehmen. Ich beschreibe euch einfach, was passiert, ne? Was ist denn das für ein komischer Geruch gerade draußen? Sag mal, Nachbarn, was macht der jetzt schon wieder für einen Unfug? Gibt gleich Haue. Lost Kitty Kürbis, ja, vielleicht. Wo konnte ich denn noch als Kürbis hin? Aufs Klo wollte ich, ne? Also, in-game. Aua. Zitat Kitty, ich wollte noch aufs Klo. Ja, cool. Schon mal gut, ne? Wir wollen auf Etage 1. Also wollen wir irgendwie hoch. Zum Beispiel da lang. Aber wir gehen auf Klo-Stream. Ja gut, das passt leider nur zu einer Stelle im Spiel, sonst wäre das wirklich witzig. Nicht runterfallen. Bitte, danke. Hier gibt es nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter. Oh, hi. Yay! Direkt drei Stück oder so. Nehme ich. Ist ja noch mehr.
Kann ich nicht. Doch, Eier. Sie hat Eier gesagt. Was? Keine Sorge, wenn ich mal auf Klo gehe, nehme ich euch nicht mit. Ich weiß nicht, was ihr für komische Fetische habt. Aber lass mal. Es gibt ja Leute mit allen möglichen Fetischen, habe ich gelernt. Oh, guck mal, hier ist das Klo. Ey, viel Spaß, Kleiner. Also in Majora's Mask war das mit dem Klo merkwürdiger. Muss ich schon sagen. Hier geht das ja voll klar. Oh, 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 oh. Sagte sie und starb. Haha. Au. Geh gleich. Das war 4-0. Was denn, Bayern? Ich geh gleich. Ach so, jetzt sind ja auch alle Gegner. Hm. Ah! Was? Mir geht's gut. Ich glaube, der Durchgang war auf der anderen Seite. Ich wollte nur, dass Nirsch sich nicht so schlecht fühlt. Ja, ja. Jetzt ist hier wieder alles zu, ne? Leck mich, Spiel. Das ist halt die Frage, ist es klüger, wenn ich ganz zurückgehe? Beziehungsweise mich bei Momo zurückverwandeln lasse? Ja, ich muss ja die Fenster wieder aufmachen. Ah, ich bin dumm. Fängt gut an heute, fängt gut an. Also habt ihr einen Tipp für die Kessel hier? Erzählt mal. Bayern, hör doch mal zu! Die Fenster! Erstmal dürft ihr Tipps geben für die Dingsbumsen. Hallo Norkas, wie geht es dir? Oh mein Gott! Ich hab grad reingeschissen. Eier. Hä? Es hat beim letzten Mal nicht funktioniert. Zumindest dachte ich das. Gut. Bei 96 Minuten stirbt ihr einfach, weißt du? Bei 96 Minuten. Mann, Nockhaus. Schlenk dich gerne ein bisschen ab. Wow. Dankeschön. Hä, zählt das jetzt oder nicht? Ich bin verwirrt. Ah, pupsen. Habe ich das beim letzten Mal echt verkackt? Wow. Pupsen. Kaum geschlafen und mal. Oh no, Nockers. Schlaf uns nicht ein. Hibbidibbidi. 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 Mit 96 Noten fängt das Leben an. Ja, quasi Xee. Ah, Ross. Ich schreie gerne Xeros Namen. Ich meine, was? Okay, ich konnte mir den nicht mehr kneifen, Xee. Xee, du darfst mich hauen. Ich spiele diesmal einfach besser. So nämlich. Ups.
So, was für Puzzleteile fehlen denn noch? Das mit dem Klon? Vermute ich. Oh Gott! Ja, hi. Wir müssen quasi noch aufs Klo gehen. Ja? Ist hier noch was, was ich haben will? Erstmal nicht. Die Gingos. Ah! Oh Gott. Hallo, Medaflaus. Die Gingos hatten wir. Wir brauchen noch zwei Puzzleteile. Und alle Noten. Ich glaube, ich weiß auch, welche Noten tatsächlich gefehlt haben. Das war da, wo wir angefangen haben zu spielen. Das heißt, ich darf noch mal Unterwasserscheiße machen. Yay! Fuck my life. Da, Benjo, würdest du bitte deinen Hintern da hochschwingen? Das wäre super cool. Manchmal bleibt Kazooie aber auch ganz komisch hängen. Sammeln jetzt einfach mal Todesmut hier schon mal alle Noten ein. Wie war das nochmal mit 100%? Wer hatte die Idee? Ach so, ja, ich. Das war aber eine ganz tolle Idee, die ich da hatte. Ja, ja. Warum habe ich nochmal Ideen? Halte ich mich doch einfach mal von Ideen ab. Ich meine, Vanessa versucht das ja wenigstens manchmal. Aber auf Vanessa höre ich auch irgendwie nie. Das ist auch das Problem. Zitat in einem Clip. Ich sollte öfter auf Vanessa hören. So. Nur manchmal, ja. 100% macht halt auch Spaß. Ich mag das Spiel. Das Spiel ist toll. Ja, komm ran. Arschloch. Das andere, den anderen Arschkeks hauen wir gleich auch noch weg. Ich habe diese tollen Goldfedern nur dafür. Hallo, Jinjo. Ja, komm. Einfach, weil ich's kann. Weil ich das Jinjo-Jingle mag. Ich kann Banjo-Kazooie nicht auf 100% spielen. Klappe. Oh, die Kloppe! Also für 100 Noten kriegst du kein Puzzleteil, ne? Das heißt, ich muss mir noch irgendwie ein Puzzleteil aus dem Hintern ziehen oder so. Spaß! Der Kitty stirbt halt nicht wie so ein scheiß Noob. Ich schieb das halt einfach wie so ein Profi-Streamer auf Controller. Das Leuchterhaus, was für ein Leuchterhaus. Ach, du meinst das Klohäuschen? Ja, ja, das habe ich. Das Klohäuschen habe ich. Kamera, bitte da. Kamera. Können wir gleich aber auch noch mal hingehen, Bayern. Ja, komm her, Medaflaus. Medaflaus. Medaflaus? Bei Fuß, Medaflaus. So, dann schlagen wir mal die Scheiben ein. Wie sich das gehört. Hier ist nix. Wo so ein paar Skelette drumherum laufen, meinst du? Das müssten wir haben. Sobald ich sämtliche Scheiben eingeschlagen habe, bin ich am Überlegen, mich nochmal zu verwandeln. Das haben wir auch gemacht. Also den Haupteingang mit dem Schlaftypi, den ich eventuell ein wenig fühle. Hallo? Na gut. Huch.
Ja, Feuer tut übrigens weh, habe ich für euch rausgefunden. Banjo ist nicht feuerfest. Er hat keine rote Rüstung, keine Red Mail. Wie in Ocarina of Time. Und endlos unter Wasser die Luft anhalten kann er auch nicht. Also hat er die blaue Post auch nicht. Oh, irgendwann mal wieder ALTTP Rando, egal. Und Vanessa so, okay, tschüss, ich bin weg. Vanessa so, okay, ich bin jetzt tschüss, Nessa. Nein, nein, nicht heute, alles gut. Alles gut. Nächste Woche machen wir, als Zweitprojekt schieben wir einmal ein, Donald Duck in Maui Malat. Oder wie auch immer man das ausspricht, ich habe keine Ahnung. Und dann einmal Magical, nee. Staring Mickey Mouse Magical Quest irgendwas. Alter! Ansonsten, wir haben ja gerade Mods da, ne? Es möchte bestimmt gerade einer der Mods, den Vote einmal hier rüber verlinken. OT auf 100%. Nein! wir haben gerade einen Vote laufen fürs zweite Projekt. Einmal App Escape, das ist ein super cooles PS1-Spiel. Einmal Outer Wilds, das haben wir letzte Woche ein bisschen gezockt. Danke, Vanessa. Fire Emblem, ich glaube Awakening hatte ich reingenommen, das war einer der Vorschläge aus der Community und das andere Spiel habe ich schon vergessen. Was war nochmal mein viertes Spiel? Oder habe ich schon alle aufgezählt? Ich habe gerade nicht aufgepasst, ehrlich gesagt. So, hier war ich. Au! Lego Harry Potter, genau. Danke, sag ich doch. Wollte nur testen, ob Vanessa aufpasst. Ich hatte irgendwie erst Lego Star Wars aufgeschrieben, hatte dann aber noch mal auf Discord geguckt, da wurde Lego Harry Potter geschrieben, das habe ich auch. Lego Star Wars habe ich nicht. Und ich will keine Spiele gerade kaufen. Alles andere habe ich in irgendeiner Form da. Die Lego-Spiele, also ich bin Harry Potter-Nerd, erstens. Und zweitens sind die Lego-Spiele schon ganz cool gemacht. Bungie wurde von Microsoft gekauft. Ja. Hatte ich auch gelesen. Bungie ist jetzt... Ja. Hat sich jetzt erledigt mit Bungie. Controller? Danke. Das war weird. Sag mal, was ist denn mit der Truhe hier unten? Besser als... Oh Gott, hör mir auf mit EA. Wie funktioniert das mit der Truhe in der Ecke? Wie kriege ich dich auf? Was verstehe ich daran nicht? Ihr dürft. Lego Batman. Ich glaube, das habe ich theoretisch irgendwo. Ich glaube, das habe ich mal auf Epic abgegriffen. Westwood Studios. Gar nicht? Achso. Ist das nur Deko oder was? Was war nochmal Westwood? Gib mir da mal ein paar Spiele. OT. Oh Gott. André, willst du mich quälen oder was? Arkham, ja natürlich. Arkham habe ich auch auf der PS3, oh Gott, sehr gerne gespielt. Wobei Arkham City fand ich zumindest auf der PlayStation 3 nicht so dolle. Da kam ich nicht so richtig rein, aber Arkham Asylum war geil. Ja. Let me in! Da muss ich auch noch mal rein, ne? Was wollte ich sagen? Aber die anderen... Guck mal, da ist das Häuschen, was Bayern, glaube ich, meinte. Die späteren Teile sollen dann wieder richtig gut sein. Nach Arkham City, also Origins oder wie die heißen. Das Häuschen habe ich noch nicht gemacht, weil ich keine Ahnung habe, was ich hier tun soll.
Haben wir da ein paar Tipps? Dune 2 und... guck mal, den Conker, ja. I remember. Lego City Undercover, nicht gespielt. Oh, sei gegrüßt, Feldträger. Löse das magische Rätsel. Oh Gott, ja cool. Das ist N. Du nervst. Das ist N. Das ist ein O. So. Ich muss mich gerade konzentrieren. Ich lese euch gleich. Rechts vor links. Oh Gott. Also neben der Kamera ist der Controller mein größter Feind. Das wird ganz schön knapp. Ah, Gott. Wir kommen hier gleich nochmal rein. Lego Indiana Jones. Habe ich das gespielt? Nee. Was ich halt mal ein bisschen gespielt habe, war Herr der Ringe und Harry Potter. Und ich glaube, das war's. Normal. Da ist das N. Da ist ein O. Da kommt aber auch er. Rechts vor links. Vorwärts vor rückwärts. Unten rechts mag er gar nicht. Ich das Z. Beide O's. Generell mag er so diese schrägen Sachen nicht besonders gerne. O. I. E. Das kriegen wir hin. Du musst halt immer ihm ausweichen, dann geht das. Yay! Ja, es ist vollbracht! Puzzleteil sei dein! Ich bin erlöst! Meins. Ja, dann weiß ich, wo die Puzzleteile schon mal sind. Daha. Was? Und das Nervigste wird halt sein, ja. Die Noten. Wir haben ja fast die Hälfte wieder. Was für ein Spaß! Dafür mag ich die Goldfedern, die sind super. Mehr Goldfedern für alle, bitte. Oh nein, ich will nicht tauchen gehen. Ja. Das ist ein Jinjo, das ist okay. Aber unter Wasser ist doof in 99% aller Videospiele. Hallo. Wenn mir da nicht zustimmt, hat keine Ahnung. So nämlich. So, dann mache ich erstmal das hier. Kein Fan davon, aber naja. Zieh mal halt wieder die Schuhe an. Wird das jetzt wieder so ein YOLO-Ding? Bestimmt wieder so ein YOLO-Ding. Kamera! Sei doch mal nett zu mir. Ertrinken ist halt nicht so schön, nee, ne? Das hast du gut erkannt, Vanessa. Zitat Vanessa, ertrinken ist nicht so schön.
Nein. Danke. Hashtag, der geht. Oder so. Fall halt runter. Kein Problem. Benjo fällt irgendwie gerade mal runter. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Halt die Klappe. Aber wenn man weiß, dass das schräg das Problem ist, dann geht's einigermaßen. Dann, dann ist man halt nicht so schräg drauf. Ha, 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 ja, ich weiß. Ich weiß, ich bin immer schräg drauf. Okay. Ja, nun. Würdest du mich bitte mal an die eine Note da lassen, Junge? Okay, das funktioniert so nicht. Spaß! Dann halt erst zur vorderen Bank, kein Problem. Ich komme da ja auch ran. Dann locken wir den einfach rüber. So. Gehen rüber, ganz schnell. Ja gut, das hat jetzt so semi funktioniert, aber es hat tatsächlich funktioniert. Von daher, passt schon. Uff. War hier nicht? Ja, sag ich doch. Tschüss. Ah, lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Das ist meins. Können wir das mit den Bienen nicht einfach lassen? Dinge, die ich noch gerne im Sommer sage. Oh Gott, ich meine, Bienen gehen ja noch. Und Hornissen gehen ja noch. Wie heißen die? Hummeln. Hummeln gehen auch noch. Aber Wespen und Hornissen. Ah, ah. Ah, ah. Definitiv ah, ah. Das Problem ist, dass sie eigentlich, also mindestens einer von denen ist, wie sagt man das nochmal, hier naturgeschützt oder so ein Quatsch. Wo man sich denkt, ah, du Drecksvieh. Aber naja, so ist das halt leider. Kann man da leider sagen? Ich glaube schon. Ich bin sowieso kein Insektenfreund. Drecksviecher, allesamt. Alle anzünden. Ja, ich weiß, darf man nicht, aber würde ich halt gerne. Erwischt. Das brauche ich. Ein extra Leben. Geht der Zähler eigentlich auch zweistellig? Bestimmt. Die krassen Leute. Die nicht so oft sterben wie ich. Die Bienenhasserin konfirmiert. Ja, irgendwie schon. Ich hatte letztens eine Biene im Auto. Das hat mir gereicht, du. Wo war jetzt die Flugplattform? Ich glaube, hier drüben. Hast du grundsätzlich Insekten-Kitsune? Wenn schon, dann richtig. Die Haterin. Ich glaube, hier oben waren noch Goldfedern neue. Ja, waren sie. Okay, 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 ich hab's im Griff. Dip, 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 dip. Dicker kleiner Bär. Hol dir die Feder, dicker kleiner Bär. Was? Kitty hat Benjo dick genannt? Ja, vielleicht. Bevor du mir nachher auf die Nerven gehst. So. Auf der anderen Seite noch was? So, du bist jetzt zumindest gestunt. Leider ziemlich kurz. Hei, 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 hei. Ich hab's im Griff. Okay, okay. Hier waren doch auch Noten, oder? Ich meine halt schon.
Oder ist hier nur der Grundhilda-Schalter und ein bisschen extra Stuff? Nicht runterfallen! Ah! Da sind wieder nur ein... Ja, okay. Gut. Oh Gott. Aua. Das wollte ich eigentlich etwas geskillter machen, aber wie das halt so bei mir und Skill ist. Na, oh Gott, ich bin so ein Vollpfosten. Wissen wir, Kitty? Ja, ich bin so ein Vollpfosten. Oh. Warum spiele ich nochmal Videospiele mit meinem Skill? Kann man das hier mal verraten? Weil es Spaß macht, meistens. Und ich soll mal irgendwann nochmal Hollow Knight spielen oder was? Naja, eine ganz tolle Idee mit Hollow Knight. Oder Dark Souls, so hättet ihr ja am liebsten auch. Ganz tolle Ideen sind das. Das spiele ich auch einfach besser jetzt, Kitty vorhin. Ich sollte auch nicht den Mund aufmachen, ne, Nock? Manchmal denke ich mir das wirklich. Jetzt habe ich natürlich gerade meine Feder verschwendet, ne? Dummi. Liebe Spiele. Ja. Seit, ja, über 25 Jahren ein sehr geliebtes Hobby. Ist hier nur der Ginger oder was? Aua. Da wollte ich doch nicht hinzielen. Ah, hier ist eine Goldfeder. Nice. Nerv nicht. So nämlich. Hier ist nur der Ginger. Erstmal. Ginger! Das sind noch Noten. Notige Noten. Zwei Drittel haben wir schon. Yay! Yeah, jetzt können wir unter Wasser planschen gehen. Ich bin quasi mit Gameboy und Super Nintendo und NES in der Hand aufgewachsen. Von klein auf schon gesuchtet. Und damals noch weniger Skill als heute gehabt. Stellt euch das mal vor, Leute. Ja, das geht. Ja, SNES, NES. Sehr, sehr, sehr geile Konsolen. Definitiv. Ich liebe den Super Nintendo bis heute. Ah, das geht? Ja. Yes. Traurigerweise geht das. Was denn, Yesh? Was denn? Oh. Hashtag, der geht und so. Weißt du doch. Das Nest schon langweilig. Nokas, kannst du mal schnell Vanessa bonken? Vanessa, du bist gefeuert. Herzlichen Glückwunsch. Ich feuert schon wieder ihre Mods. Man, das ist ja jetzt so geil. Ich muss nicht arbeiten. Was war das? Ja, genau das, Bayern. Teil 69, ich hab gewonnen. Bonk Vanessas Essen. Oh, jetzt geben wir es ihr, aber Norkas. Ja, also San Andreas kommt nächstes Jahr, ne? Vanessa. Weißt du schon mal Bescheid? Ich sehe übrigens nicht, wo ich bin. Da bin ich übrigens. Aha, okay. Einen Tipp geben. Bayern, kriege ich den Tipp hinterher, wenn ich fertig bin mit Quälen?
Dann lerne ich fürs nächste Mal wenigstens. Oh Gott. Ich sehe nichts. Ich sagte, ich sehe nichts. Okay, ganz in Ruhe. Der Bayern ist wieder gemein zu mir. Ich meine, bei Vanessa ist das nichts Neues. Ich meine, was? In dem Eimer was drin? So, Bayern, wie ist der Tipp? Ich bin ja jetzt fertig. Oh, voll am Eimer vorbei. Lass mich raten, die Antwort lautet Kürbis. Scheißen Dreck. Ich frag halt auch noch, ne? Das waren übrigens zwei von den vier Noten, die eben gefehlt haben. Und das sind die anderen zwei. Ist das nicht toll? Ja, ne? Ich finde das auch toll. Ich gehe mal den Kürbis holen. Lass mich in Ruhe. Kürbis. Orientierung. Da lang, glaube ich. Meine Nase kribbelt. Ich mag das nicht. Bitte hör auf zu kribbeln. So, Momo, dann mach mal. Mach mal Dinge. Hupala. Hey. Was machen wir eigentlich nach Banjo-Tooie? Ich habe noch keine Ahnung. Aber das dauert wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Vor allem, weil ich mich in Banjo-Tooie nicht auskenne. Hier kenne ich mich ja wenigstens aus. Manchmal ein wenig. So, erstmal wieder da rein. Nuts and Balls. Nein. Ich Nuts and Balls euch gleich. So, 17 Stück brauche ich noch. Müsste in der Richtung gewesen sein, ne? Oh, hi. Lass mich in Ruhe! Ich bin ein kleiner, unschuldiger Kürbis! Nur, dass mir das mit dem unschuldig sowieso niemand glaubt. Hier rein, ne? Sieht gut aus. Na? Okay. So, wo war das Klo? Klo! Hier nehme ich erstmal die goldenen Federn wieder mit. Die brauche ich eventuell. Ja. Fall mir jetzt nicht runter, kleiner Kerl. Wär cool. Hier war das? Ich glaube, das war hier. Ja, es hört sich schon gut an. Liegt hier noch die Heilung rum? Nee.
Schade. Diesmal vielleicht nicht sterben? Wäre das mal ein Plan? Ich glaube schon. Wow, Hitbox. Wow. Ist hier noch irgendwas? Nö. Hä? Was? Wofür war ich jetzt hier? Wofür war ich hier? Was? Für 4 Federn oder was? Ja, toll. Cool Story. Ich wollte noch... Komm ich denn da rein? Warte mal. Kann ich das tun, was ich denke? Also da rein? Natürlich kann ich. So, wo sind denn die verbleibenden Noten? Wo haben wir Noten vergessen? Also Kürbis brauche ich schon mal nicht mehr dafür. Das ist ja klar. Ja, wo haben wir denn alle Noten vergessen? Habt ihr Ideen? Da wir das schon mal gemacht haben, dürft ihr. Mir fehlen halt noch so 17 Stück. Das ist eigentlich nicht viel. Eigentlich. Also im Labyrinth könnte vereinzelt halt was rumliegen. Eigentlich war ich im Haus überall. Die Kirche habe ich halt auch gemacht, oder was das hier ist. Das dürfte eine Kirche sein. Da war ich, glaube ich, Bayern. Glaube ich. Ja, hier war ich. Außerdem sind hier keine Noten. Also Heilung, ja, doch, nehme ich, aber sonst... Hausdach überlege ich auch gerade. Ich glaube, wenn wir durch den Kamin gehen, ist da auch noch was. Ich gehe aber erstmal hier nochmal gucken. Na? Dankeschön, Kasui. Na, hier sieht es eigentlich relativ gut aus. Hausdach. Ja, schauen wir gleich nochmal. Moment. Meins. 3, 2, 1, meins. Ach nee, Moment. Hier war der Ginger. Heilung, die ich gerade nicht brauche. Da in der Ecke war irgendwas am Glitzern. Ich weiß nur nicht, ob das Noten waren. Nee, eine goldene Feder. Nehme ich aber auch.
Heieieiei. Meine brauchen tue ich es nicht, aber ich habe ja gesagt, ich mache 100%. Also machen wir 100%. Ich habe halt eben reingeschissen, das ist eher das Problem. Lass mich durch. Kamera? Hallo? Die Fenster, die ich kaputt gemacht habe, da waren wir ja überall drinne, teilweise sogar zweimal. Ja, jetzt sind wir einmal rum. Mal oben gucken gehen. Na komm. Hier ist ein Ginger. Wir könnten halt da noch mal reingehen. Ah. Das Problem ist, selbst wenn ich mich hier oben umgucke, nützt mir das nicht viel, weil das ausgeblendet wird wegen hier Dingens und so. N64 kann die Sachen nicht so weit darstellen. Guck mal, hier sind auf jeden Fall noch jede Menge. Es werden aber nicht alle sein, vermutlich. Wird doch gleich nicht so schwer sein, noch 9 Noten zu finden. 3 Stunden später. Sie hat immer noch nicht alle Noten. Da oben ist nur ein Leben. Nein, das wollte ich nicht. Wow. Ich wollte eigentlich das Leben noch holen. Ist egal. Dann halt nicht. Ich gehe jetzt. Aus Protest. Hä? Was ist der ganze Scheiß? Wo seid ihr denn alle? Bei Fußnoten! Wahrscheinlich in irgendeiner Ecke oder sowas. Die habe ich. Kamera. Hier vielleicht noch irgendwas in irgendeiner Ecke. Ist doch blöd. Also wenn ihr einen Kaffee oder ein anderes heiß oder kalt Getränk eurer Wahl gerade möchtet, ihr kennt den Spruch. Jetzt ist eine gute Zeit dafür, würde ich mal behaupten. Let's go! Ich versuche in der Zwischenzeit, hier den Krams zu finden. Die sind wahrscheinlich alle an einer Stelle. Oder an zwei, könnte ich mir vorstellen. Ha! Ich meine, die können ja nicht weg sein, ne? Ah, das Spiel hat die Noten alle gelöscht. Ja, ja, sind jetzt alle weggelaufen. Nee. Ansonsten. Ich bin grad mal das hier. Am Dachgebälk war halt nix, ne? An der Kirche. Hier oben auf dem Irrgarten ist auch nix. Nope. Ich
doch noch irgendwas in der Kirche? Ich denke, du gehst nie echt in die richtige Richtung. Ah, wäre schön, wenn ich wüsste, was die richtige Richtung ist, Kitsune. Ich gehe, glaube ich, nochmal alle Fenster und so ab. Vielleicht habe ich da in irgendeiner Ecke irgendwas übersehen. Das wird halt jetzt nervig. Ja, Grunthilda lacht mich auch schon ein bisschen aus. Ich habe heute übrigens nicht gefragt, aber ich gehe mal davon aus, der Sound ist fein, ne? Ah, nicht zu glauben, diese Kitty hier. Jenny, ich erzähl mal, wo sind die Noten? Du hast doch aufgepasst, oder? Sound ist fein, perfekt. In den Keller würde ich ja gerne nächste Woche gehen. Ich muss mal gucken wegen Streamplan. Das überlege ich mir heute Abend. Dienstag-Stream, ne? Bis gleich, Norkas. Guten Appetit schon mal. Ich und aufpassen? Ja, Niesch. Let's go. Natürlich. Hä? Dafür habe ich euch doch. Im Poolstream. Das hättest du gerne, Bayern. Ich hab gar keinen Pool. Und es will keiner sehen, wie ich mit meiner fetten Wampe im Pool hänge. Nee, nee, nee. Oder war ich irgendwo noch gar nicht, seitdem ich wieder in der Welt bin? Ha! Eigentlich war ich überall. Vom Pool aus streamen? Ja, schön wär's. Schön wär's. Wird schwierig. Hier sind, glaube ich, auch keine. Oh Gott! Fall halt runter! Kein Problem! Kletter ich halt wieder hoch. Kein Problem. Hier waren wir noch nicht. Ich habe trotzdem keinen Pool. Das ist ja das Problem. Ich glaube, ich komme theoretisch auch nicht in unseren Garten rein. Einfach so alles über das Schlafzimmer verkabeln, vom Garten aus streamen. Geil. Ich glaube, die Nachbarn freuen sich. Oh Gott. Erstmal verdrücken, weil ich mich so erschrecken... Alter! So erschrocken habe. Da oben ist halt nur der Ginger, soweit ich weiß. Ja. Guck gleich ins VOD, ey. Genshin-Event. Paimon-Mobbing bringt mich immer zum Lachen. Was für Paimon-Mobbing? Paimon nicht ein Charakter im Spiel? Oder wie war das nochmal? Hab so wenig Genshin gespielt, du. Bin mittlerweile sowas von lost. Aber den Dialogen schwimmen um. Oh, nice. Das gefällt mir. Da war nicht irgendwo noch... Nee. Haben wir was im Häuschen übersehen? Ich glaube nicht. Oder Kecken, genau. Ich guck mal kurz. Meh. Gibt's eine Karte? Es gibt sogar eine Karte.
gerade mal, ob ich irgendwas Sinnvolles dazu finde. Einzelne Noten, ja, das ist das Problem. Aber ich habe was Interessantes gefunden, glaube ich. Also, Desktop. Hat jemand mitgezählt? Also ich bin mir sicher, dass ich die hier habe und die hier auch. Was ist das? Was wollt ihr mir hiermit sagen? Was ist das hier unten? Hi Norkas! In die Kirche, ach so. Da oben haben wir welche geholt. Wir könnten halt nochmal in die Kirche sonst gehen. Ich liebe es. Was gibt's denn bei dir zu essen, Norkas? Ich hab grad so die Kirche im Verdacht, weil da so eine schöne 9 steht. Klappe. Da müssen wir aber nochmal reinflitzen. Weil ich habe die Vermutung, dass die alle auf einem Fleck sind. Das habe ich vergessen. Eine Pizza? Nice. Ich komm rum. Ich esse heute Cordon Bleu mit. Ich glaube, Knödeln. Die müssen weg. Also, die Cordon Bleu müssen weg und wir haben irgendwie viel zu viele offene Knödelpakete. Ja. Bisschen knapp, aber funktioniert. Gehen wir noch mal in der Kirche gucken. Die sind bestimmt hier irgendwo. Hey. Aber du kannst jetzt erstmal herkommen, Junge. Danke. Klappe. Nerv mich nicht. Weiß nur nicht so ganz, wie die Map gemeint. So, das finden wir jetzt gleich mal raus. Alles so unüber... sichtlich! Das Problem ist, dass jetzt rausgehen dumm wäre, dann müsste ich das halt nochmal machen. Verdammt! Fall halt runter! Manchmal ist das alles ein bisschen knapp in dem Spiel kalkuliert. Muss ich schon so sagen. Ja, das haben wir ja gemacht. Dann da hoch. Hä? Ich verstehe halt nicht, wie die Karte gemeint ist, die ich offen habe. Was?
Ich bin verwirrt. Oh, was hat denn das Spiel gerade so im Ohr geknackt? Holy shit. Bist du dir sicher, dass das die Kirche ist, Bayern? Ja, okay. Ich habe noch mal eine andere Vermutung. Vielleicht auch zwei. Es fängt mit dem, also es hat mit diesem Haus hier zu tun. Kannst du nur noch um Stunden handeln? Frage, welche Etage? God damn it! Ich hasse alles! Maximal 9 Leben. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Denke ich. Vielleicht auch nicht. Vielleicht unter den Dielen oder so. Ich gucke jetzt mal mit euch zusammen in die VODs. Das hat ja keinen Sinn. Das hat ja keinen Sinn so. Wartet kurz. Banjo-Kazooie einmal. Das für Sisi Peak. Wo fangen wir denn da an? Da fangen wir gleich mit Mad Monster Mansion an. Also. Ja, jetzt bin ich irritiert, welchen Chat ich lesen muss. Das hier ist der alte. Den neuen habe ich hier. Nicht zu weit. Achso, so kann ich euch ja nicht lesen. Moment.
Ja, scheiße, wie machen wir das denn sonst? Ich hab sonst ein Problem. Ich kann ja nicht das komplette VOD jetzt gucken. Also. Übrigens, Bayern, das ist das Haus. Das ist nicht die Kirche. Schau mal hier. Siehst du das Loch hier und das Loch? Das ist nur super, super weird. Also, wir gehen es mal zusammen durch. In der Kirche wären 14 Noten. Haben wir da 14 Noten? Weiß ich nicht. Aber in der Kirche waren wir beim Mumbo. Da erkennt man relativ schwer, was das ist. Reaction of VOD, let's go! Wollen wir das wirklich? Also den Teil hier können wir weglassen. Da waren wir. Die hier haben wir auch geholt. Was ist denn das hier hinten? Auf der Rückseite der Kirche. Wir gucken nochmal auf der Rückseite der Kirche und dann gehen wir nochmal das ganze Haus ab. Oh Gott. Ansonsten habe ich ein Problem. Ich könnte sonst halt höchstens sagen, wir spielen dann weiter on Stream und ich spiele das dann einfach nach oder so. Das wäre so das, was ich am ehesten machen könnte, sinnvoll. Das ist oben, ne? Die meinen oben auf der Kirche. Weil hier war nichts. Mit den 10 Noten. Vanessa will nur, dass ich mich selber auslache. Vanessa, gib's doch zu! Natürlich. Ja, was ist das denn für eine? Aber gemutet, naja, okay, vielleicht unmutet, aber in doppelter Geschwindigkeit dann, ne? Vanessa will einfach, dass ich mich selber auslache. Ja, ja, ich habe das schon verstanden. Würdest du bitte? Wie kann man den 9 Noten liegen lassen? Ich bin jetzt schon überall 3-mal gewesen, gefühlt. Macht mich das gerade fertig. Ich habe gesehen, dass da noch was war. Moment. Mini, komm mal. Mäuschen. Komm, wir hatten lange keine Catcam mehr. Ich weiß, dir ist auch zu warm, Katze. Gott, kann ich da vielleicht mal nicht runterfallen? Das wäre cool. Das machen wir, damit du wirklich wertschätzen kannst, was wir hier jeden Stream für dich durchstehen müssen. Aha. Danke, Nokas. Danke. Oder so. Mini. Mal kurz was auf der Map gucken. Also theoretisch. Warte, habt ihr die Maus im Bild?
Da waren auch noch Noten, aber ich glaube, die haben wir auch. Das Problem ist, ich sehe von hier oben halt eh nicht viel. Pass auf. Hier ist, nichts. Gut. Hä? Ich sehe das doch. Mich verarschen, Spiel? Wo wollte ich jetzt hin? Vor allem, ich hatte ja alle, bis auf die vier. Am Brunnen. Ich bin halt echt der bescheuertste Mensch, ne? Ja, Kitty, bist du. Und ich habe doch alle Fenster schon zweimal oder so durchgeguckt. Mini, komm mal. Mini. Mäuschen. Komm hier. Nach dem Fenster machen wir ein Vote. Was ihr gerne hättet. Was ist das denn für ein süßes Katzen-Emote, Vanessa? Oh. Mini. Ja, komm. Und die Karte für im Haus ist halt kompletter Müll. Die kann doch kein Mensch lesen. Ich hätte gern Schnitzel mit Pommes. Ich auch. Ich nehme eine Portion. Oh, Vanessa, jetzt mach mir halt Bock auf Schnitzel mit Pommes, ey. Ja, also, Donation Goal für heute ist Schnitzel mit Pommes für zwei Personen, ne? Ich meine, was? Mäuschen! Mini! Donation jetzt! Nein. Diese Schreihalskatze, ne? Hier oben sind zwei Fenster, ja? Ist das korrekt? Ich kündige gleich. Ich weiß zwar nicht bei wem, aber ich kündige gleich. Schminke, ich kündige bei dir. Was? Ist er überhaupt da? War Schminke heute schon mal da? Ich glaube nicht, oder? Meine Fresse, ist die Stelle doof zu treffen. Ich verzweifle gleich komplett, ne? Zweifle einfach. Ist das okay? Ich würde weitermachen. Affiliate Badge, Mensch, will ich das? Ich falle gleich einfach vom Glauben ab, wenn es recht ist. Nee. Mini! Guck mal, das ist so eine schöne Szene für ein Vote. Ich krieg gleich zu viel. Oh, ich habe was auf YouTube gefunden. Guys, ich habe was auf YouTube gefunden. Halt, stopp! And welcome back. Ich habe was auf YouTube. Da. Ask you here with another guide for Banjo-Kazooie.
Today's walkthrough is on getting extra honeycomb. Oh, das ist Honeycomb. Oh, ich hab doch nichts gefunden. Menü. Moment. Moment. Ich hab doch was auf YouTube gefunden. And welcome back, Hasky here with another music note guide for the original Banjo-Kazooie. Today's episode is on Mad Monster Mansion, the very best level. Ihr passt jetzt alle auf, ne? Nö. Ja, das ist mir bei dir klar, Vanessa. Du passt nie auf. Lass jetzt einfach mein Spiel laufen. Einen habe ich noch. Den hier nämlich. Der nette Mann von YouTube. Kazooie macht, oder der Ginger macht zwischendurch. Das ist voll okay, ich würde auch Urp machen. In dem Raum waren wir auch gerade drinne, oder? Da waren wir gerade drinne, oder? Ja. Nicht? Bayern, du meinst? Den hier? Können wir mal kurz gucken. Jetzt haben wir mal kurz raus. Ah, das ist der Jinjo. Oben am Haus, ne? Versuch. Orientierung. Orientierung und mehr trinken. Ja, ja. Wenn's das ist, erschlagt mich bitte. Guck mal, Vanessa hat doch... Nee, Vanessa hat nicht aufgepasst. Hat Vanessa aufgepasst? Bin verwirrt. Das war oben, oder? Ich glaube, es war oben. Der anderen Seite noch so ein Ding? Oh mein Gott. Sag mir bitte nicht, dass ich so bescheuert bin. Moment, die Cam ist falsch. Oh, ich gehe. Ich gehe gleich. Ist das okay? Ich gehe. Wieso bekommst du jetzt einen Award, Bayern? Oh, God dang it. Ja, ich bin bescheuert. Wie bescheuert bin ich auf einer Skala von 1 bis ja? Ich muss mir noch mal die Verwandlung holen. Fallfett. Warum schreibt ihr nicht deutlich, Kitty, du bist dumm. Auf der Rückseite ist auch noch ein Fenster oben. Ah, das hat keiner geschrieben. Du hast verpasst, dass ich dumm bin, Iggy. Wir haben alle Noten. Ah, das hat nur ewig und 3 Tage gedauert. Vor allem hat es ewig gedauert. Irgendeiner muss für mich später noch rausfinden, wie viele Mumbo-Schädel ich am Ende vom Spiel überhaben muss. Wobei, das wäre eigentlich egal bei 100%. Hauptsache, wir haben halt alles. Wenn irgendwann noch ein Mumbo-Schädel rumliegt, ist es eigentlich egal, oder? Ich hasse mich jetzt selbst. Delete Blech-Kitty. Bitte deleten Sie mich.
Kitty, du bist dumm. Wieso hast du nicht auf der Rückseite geschaut? Danke, Bayern. Jetzt weiß ich, wo die übrigen 9 Noten sind. Danke. Geil, Bayern regelt. Ich hasse alles. Was? Lass mich in Ruhe. Ich bin ein kleiner, lieber Kürbis. Ich tue keinem was. So. Ein Kürbis. So. Oh Gott. Rusty Bucket Bay kommt ja als nächstes. Habe ich gehört. Ich glaube, dafür müssen wir das Bild noch finden. Oder hatten wir das schon? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht aufgepasst. Ich weiß auch nicht, wo Rusty Bucket Bay ist. Deleten können wir dich nicht. Oh. Sad Life. Kannst ja auch Vanessa nicht bannen, ne? Norkas, das kann ja nur ich. Mods können sich ja nicht gegenseitig timeouten und was weiß ich. Das geht alles nicht. Ja, Gruntilla, chill. Oh, was ist das? Was bist du? Was wäre denn das nächstbeste? Ich bin Cheeto, das magische Zauberbuch. Ich kann euch ein paar tolle Cheats verraten. Schweig, du verlaustes Buch. Sonst triffst du dich mein böser Fluch. Oh, die Hexe hat das Buch verschlammt. Ihr habt mich gefunden. Das ist eure Chance. Die werden wir nutzen. Rücke mit den Cheats heraus, Zauberbüchlein. Ein Zauber will ich verraten. Gebt auf dem Boden der Sandburg an der Treasure Trove Cove den Code Red Feathers ein. Danke, Meister Cheeto. In Gruselas Hexenhöhle sind auch andere Bücher versteckt. Findet sie. Oh, Cheeto ist voll knuffig. Oh. Ja, gut. Nehme ich mit. Was wäre das nächstbeste? Wie, was, wer, wo? Ich war von Cheeto abgelenkt. Worum ging es nochmal? So. Wo ist denn Rusty Bucket Bay? Da ist nicht Rusty Bucket Bay. Kitty cheated, nein. Als Alternative zum Deleten. Weiß ich nicht. Bonks Vanessa einfach. Dip, 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 dip. Schmuggeln ist was für Noobs. Ja, Momo. Ja. Beruhig dich. Genau deswegen laufe ich noch weiter. Zauber, alle. Tschüss. Die Vanessa, weil du immer gemein zu mir bist. Aber es ging doch um dich, also muss ich dich bonken. Ja, dann bonkt halt mich, das geht auch. Was? Okay, was kann ich gegen die Spinnweben machen? Erzählt mal. Ah. Anpurzen ist halt immer die Lösung, ne? Mann, Kitty, okay. Wenn du nicht weiter weißt, rumfurzen. Ich verstehe das Spiel. Da ist übrigens noch eine Abkürzung. Nein. Ja, gut. Warum frage ich noch? Warum frage ich? Oh, guck mal. Oh, hallo, die Abkürzung erspart viel Lauferei. Ab in den Kessel. Mhm. Ah, ja. Ich habe beschlossen, ich verstelle einfach trotzdem Stimmen. Auch wenn ich immer nach 3 Sekunden oder, naja, nach 2 Sekunden vergesse, wie ich die Stimme gemacht habe. Oh, dich könnte ich gleich mal killen. Oh, Eisphysik. Eisphysik? Nach Fusisi-Peak gehen wir ja auch noch mal kurz für Andy. Ihr habt ja beim letzten Mal beschlossen, dass wir den Sammelkram erst ganz am Ende machen. Also erst habt ihr beschlossen, dass ich sterbe. Und irgendwann hat beschlossen, Sammelkram gibt's später. Also versuchen wir es doch noch mal. Mach's noch mal. Ja, treffen. Vielleicht reicht das noch. Wenn die Kamera mich nicht zu sehr zertrollt.
Okay. Ach Mann, oh. Ja, also Kamera in alten 3D-Spielen. Immer 1A, ne? Miesch. Komm nicht gleich noch bonken. Keine Sorge, Schneemann. Oder Schneefrau. Naja, es sieht eher aus wie ein Schneemann. Ja. Diesmal treffen? Immer. Ja. Noch knapper geht nicht, ne? Noch knapper geht nicht. Spiele, please! Das ist voll unfair. Bin doch nicht so schnell, bin eine alte Frau. Kann sich nur um Stunden handeln. Ist da oben eigentlich noch irgendwas? Wenn du nicht weiter weißt, rumputzen. Danke, Iggy. Da oben ist ja auch noch Zeug. Ach Gott, wir müssen echt fliegen. Das ist knapp. Vor allem die Ausrichtung der Kamera ist da auch echt hilfreich, ja. Sag mal. Kann ich nicht ein paar Sekunden mehr haben? Willst du einen Tipp? Ja. Will ich. Hau raus, Bayern. Während Bayern schreibt, versuche ich noch mal. Hä? Spring, sobald du in der Höhle bist. Ah, also quasi mit den Schuhen so ein bisschen rumhüpfen hier. Das versuchen wir gleich mal. Wo soll ich denn sowas wissen? Das hat mir das Spiel nicht erklärt, glaube ich. Ich hab's vielleicht auch vergessen. Minimal reicht ja schon. Oh Gott, Bayern rettet mich halt. Hashtag Bayern loben! Entschuldigung, das war laut. Minimal. Ja, natürlich hat meine Katze was damit zu schaffen. Immer. Jetzt daneben treffen, wäre super gewesen, ne? Denn? Das war Mini. Ja, genau so. Nessa, du Keck. Soll das jetzt nochmal machen? Kann das sein? Gerettet. Naja, einigermaßen. Ja, aber was ist mit dem Schneemann? Ist ja egal. Ist ja nur zum Nerven da. Was war hier? Oh, Moment. Hupsen!
Yay, noch eine Abkürzung. Ich habe schon wieder Kabelsalat hier. Kamera? Waren wir schon mal auf der Krempe? Oh, da ist ein Puzzleteil. Das habe ich gesehen. Moment. Eins nach dem anderen. Hast du freigefuttert? Yay! Hallo, na? Zum Frühstück isst sie rau. Achso, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Komme ich da schon dran? Bin gerade etwas abgestürzt. Oder muss ich das erst noch... Es kann sein, dass ich das erst noch freischalten muss. Ich will noch mal probieren. So, wo war die Nase? Da ist die Nase. Ach, komm schon! Das ist doch dumm! Hey, komm ich da schon dran? Wo war jetzt mein Weg nach oben da? Manno! Flieg mal wieder. Ach so, ja, habe ich verstanden. Ja, brauchst du nur einmal. Überflieg doch mal. Oh ja, dann schalt dich mal. Okay. Dann habe ich verstanden, wie. Quasi das, was ich mit dem Schneemann machen wollte, ja? Moment. Donk, 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 donk. Moins. Moins, 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 moins. Hui. Eine weiter. Ihr hättet die Plattform aber ruhig da lassen können, wenn man die einmal aktiviert hat, ne? Aha! Hab es! Danke! Daha! Daha! Also klappt die, okay. So. Kann ich mal Rusty Bucket Bay suchen? Warte mal kurz. Hab ich? Habe ich in der Welt eben beide Upgrades mitgenommen? 2 von 2. 2 von 2. 2 von 2. 2 von 2. Sehr schön. 2 Stunden. Geh mich gleich schämen. Schäm dich, Kitty. Schäm dich. So, was war hier? Das könnte sogar der richtige Weg sein, du. Schauen wir mal. Dann suchen wir mal Rost City. Ich kenne mich ja mit eingerosteten Sachen aus, ne? Ich habe Warframe wieder ausgegraben und habe da sehr viel Spaß dran. Ich habe sogar ein bisschen Rocket League die Tage ausgegraben, weil Fall Guys mich mal kreuzweise kann. Weil die seit der Free-to-Play-Umstellung so viel Unfug treiben, dass ich kotzen möchte. Aber ja. Gibt ja genug andere Spiele, ne? Genug wie
Videospiele für alle. Yay. Schwimmen, 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 schwimmen. Schwimmen. Ich habe zwar keine Ahnung, wo ich gerade bin, aber schwimmen. Ach, halt Klappe, Grundhilner. Ich habe übrigens die Orientierung verloren, wenn es recht ist. Aber ich glaube, ich bin gar nicht mal so verkehrt. Das sieht sogar gut aus. Wasserstand erhöht? Nö. Außer einige Hardcore-Nintendo-Fans. Was für ein Wasserstand? Oh. Wasser. Ja, was denn? Wo denn? Wo bin ich denn an dem Wasserstand vorbeigeschwommen? Ihr dürft mal mir eine grobe Richtung geben. Würde ich behaupten. Am besten finde ich Hardcore-Pokémon-Fans. Ja, ganz schwierig. Bestimmt irgendwo hier. Ich hab doch keine Ahnung. Ich war auf jeden Fall irgendwann Ika-Uka. Never underestimate Nintendo-Fans' ability to disappoint themselves. Mhm. Aber Nintendo Direct und ich erwarte das, das und das. Und die Leaker haben außerdem das, das und das gesagt. Ja? Mad Mansion. In das Level rein oder nur in die Richtung Bayern? Okay, ich soll mich verwandeln. Das reicht mir dann schon mal. Danke. Den muss ich mir merken, Norkas. Warte, schwimme ich gerade in die richtige Richtung? Ich glaube schon. Aha. Aha, 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 aha. Jetzt habe ich Bock auf Warframe. Das würde halt wahrscheinlich legitim keiner so gucken. Vielleicht Taris, weil er weiß ich, dass er es selber spielt. Danke, Bayern. Das habe ich übersehen. Kenne ich noch so? Ich glaube, es ist meiner Community. Oh Gott. Meine Lieblingsart zu sterben. Da in die Lava reinfallen. Ich glaube, aus meiner Community kenne ich sonst keine Warframe-Spieler. Ich weiß, dass bei Nase ein paar Leute spielen. Ich meine, gut, Taris ist. Ich hab. Ja, also Taris ist auf jeden Fall bei Niersch. Aber ich glaube, der war auch mittlerweile bei mir. Ja, war er. Kitty kennt ihre Community, ja, ja. Nee, manchmal ist halt die Übersicht schwer zu behalten, wenn Communities sich halt total miteinander verzahnen. Ich versuche ja immer, dass Niersch mehr Leute von mir klaumopsen kann. Oh Gott, hi. Seh nix. Einfach gegenrollen. Bonk. Aha. Ich will erst mal gucken gehen. Ah, aha, ich sehe schon. Dafür üben wir noch mal. Also er hat mich getroffen. Das ist schon mal, ja, doch, das kann er. So. Ja, okay. Das gehört halt in die Kategorie Kitty übersieht Dinge. Das ist vollkommen legitim. Solange ihr halt fragt, beziehungsweise wartet, bis ich frage, gibt's halt nur zurückhaltendes, hey, du hast da was übersehen ansonsten, ne? Aber ich helfe gerne, ich auch. Aber es ist schon ein Projekt, das mir Spaß macht, muss ich sagen. Ich hatte ja schon länger Bock, Banjo-Kazooie mal zu replayen.
Und es ist halt ein Spiel, ich kann nicht die Finger von den 100% lassen. Wie das bei Tui funktioniert und ob ich da Bock drauf habe, müssen wir mal gucken. Wir können ja erstmal anfangen und dann mal gucken, wohin die Reise hinführt. Bei Majora's Mask haben wir ja auch irgendwann unten drin gesagt, 100% let's go. Naja, und weil Mobert mich halt überredet hat. In Tui ist das disgusting. Oh oh. Das ist so ein bisschen, macht das genauso viel Spaß wie in Donkey Kong 64. Da macht 100% nämlich gar keinen Spaß. Das Spiel ist ekelhaft voll mit Stuff. Oh Gott. Ja, so teilweise hat bei den Collectathons hat Rare echt besoffen. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ewige Jahre lang war Donkey Kong 64 das Spiel mit den meisten Collectibles. Du hast da hunderte von Sachen, die du sammeln kannst. Das ist echt, echt ekelhaft. Eigentlich ein cooles Spiel, ja. Aber Collectibles, bisschen wild. Bisschen sehr wild. Ich bin ein kleiner, süßer Kürbis mit Hose und Rucksack. Breath of the Wild hat 900 Crocs. Oh ja, Breath of the Wild auf 100% ist auch ekelhaft. Oh Gott. Da mache ich auch keine 100%. Man kann über alle Schreine reden und genug Crocs, um das Inventar auszubauen und solche Sachen und alle Rüstungsupgrades von mir aus auch. Aber nicht alle Crocs, da habe ich mal gar keinen Bock drauf. Ah, ah. Oh, hi. Lass mich in Ruhe. Ich bin ein kleiner, süßer Kürbis. Kam ein Jahr danach, da hat Rare die Collector-Farbe. Mario Odyssey, oh Gott, hör mir auf. Oh, nee, das ist mir zu wild. Sie hat wild gesagt. Ja. Was? Hier, Momo, mach mal. Bei Banjo-Kazooie, alle Kürbisse run. Uberdaga. Danke, Momo. Oh Gott. Geht doch. So, dann lass mich mal hier ein bisschen gucken. Kürbisprozent! Es gibt bei Speedruns ja auch immer echt wilde Kategorien, ne? Je nach Spiel. Ich habe ja auch gelernt, dass es Minimalist-Runs gibt, wo es wichtiger ist. Also, ja, nee. Triforce-Prozent, hör mir auf, Bayern. Oh Gott, habt ihr den Run gesehen? Oh, der war so wild. Halt, stopp, Iggy. Halt, stopp. Halt, stopp. Ich hab gedacht, ich werd nicht mehr, als ich den GDQ-Run gesehen habe. Da haben die Beta-Assets und... Ja, ja, Triforce Pro... Also, nee, nee. Ja, aber vielleicht reden wir nicht weiter darüber, Iggy. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Kochtopf fertig. Nein. Bei irgendeinem Spiel... Warte, muss ich bei irgendwelchen Spielen vom Trash-Stream auf FSK 18 stellen? Bei Conker auf jeden Fall. Vanessa, musst du gucken. Nur gucken, nicht anfassen. Der ist nämlich großartig, der Run. Ja, ja, bei Code Injection kannst du machen, was du willst. Aber es ist trotzdem faszinierend, was für Beta-Assets tatsächlich noch drin sind. Der Rest ist halt zusammengeklebt. Also, eigentlich ist alles davon zusammengeklebt. Aber ich bin bei dem, ich hoffe, Vanessa hält sich die Ohren zu. Bei dem Fable Fountain aus der Beta bin ich halt echt vom Glauben abgefallen. Da musste ich echt kurz das Video anhalten und erstmal ausrasten. Ey, der Blechkater hat mich so angeguckt. Weil das Triforce in Ocarina of Time ist so mitunter das Faszinierendste, was es gibt. Ja, Spoiler und so, Vanessa. Spoiler! Manche Leute finden das schlimm. Den Arwing, den kenne ich ja schon ewig. Aber das mit dem Triforce und mit dem Lied und so, das war halt richtig harter Stuff.
Holy fuck. Also auch wenn ich Ocarina of Time nicht besonders mag, das ist scheiße faszinierend, muss ich schon sagen. Oh. Oh. Okay. Guck mal, ich habe das Wasser angemacht. Running Man. Oh mein Gott. Ja. Das hat mich auch so fertig gemacht. Da komme ich, glaube ich, später raus, ne? Es gibt, Videos. Ihr kennt doch Easy Allies auf YouTube, ne? Das gab es früher auch schon mal unter Game Trailers. Ja, erstmal Puzzleteil gleich machen. Die haben mal eine Videoreihe gemacht, quasi so Gaming Mysteries, wie zum Beispiel den Marathonmann in Ocarina of Time. Die haben getestet, ob man den besiegen kann. Also mit verschiedenen Varianten. Die sind ihm wirklich, wirklich sehr detailliert nachgegangen, auch mit ganz anderen Sachen. Das war super spannend zu gucken. Ich glaube, das war noch zu Game Trailers Zeiten. Guck sowas ja gerne. Geht die wieder los? Ja, was denn? Ich wollte erst hier hin, Bayern. Hör doch mal zu! Bayern hört mir nie zu! Ach, jetzt noch mal mehr Wasser. Ach so. Hä? Hey, lass mich doch erst mal gucken, Bayern! Oh. Oh. War hier schon. Bayern, lass mich verwirrt sein. Ich häng grad fest. Kitty ist hängen geblieben. Ja, wissen wir. Ich gehe ja schon. Weil ich die Orientierung gefunden habe. Da. Ich kenne mich mit Wasser aus. Abwärts. Aber das mit jetzt noch einmal mehr Wasser war schon zu viel BSG Bayern. Also, pst. Sonst gibt's einen Bonk. Also generell finde ich ja auch teilweise zumindest interessant, wenn man so sich anguckt, was es für Gaming-Demos gibt. Oder Betas, besser gesagt, gibt und gab. Ah, ich bin ruhig. Okay. Und jetzt so... Oh, Kitty ist schon wieder gemein. Die Orientierung ist in another cast. Welche Orientierung? Ich hab keine Niesch. Ich hätte jetzt fast I gesagt. Nein, nein, das ist ein Niesch. Die nierschige Niesch. Oh Gott, hi. Das ist nicht die nierschige Niesch. Das Ding kommt zwar auch aus einer Niesche raus, das ist aber nicht Niesch. Entschuldigung, ich meine, das ist Niesch, Niesch. Entschuldigung. Bin ja schon still. Ihr habt doch keine Orientierung. In 3D-Spielen schon mal gar nicht. Was ist da oben? Ist da was? Ja, mal gucken. Nur gucken, nicht einfach. Haha! Erwischt. Erkunde. Oh, Abkürzung. Ich gebe die Erlaubnis, Bayern zu bonken. Geil. Hey! Tja, Bayern, ich darf dich jetzt offiziell bonken. Guck, ich hab's alleine gefunden. Gut, Niesch. Jetzt geht so Niesch, Niesch. Bin gleich still, bin gleich still. Will da rüber. Paddel, 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 paddel. Good job, Kitty. Ja, ne? I did it. Ich wollte schon immer mal Bayern bronken. Ich meine, was? Badabadabu. Verlauf mich jetzt einfach, ist okay. Oh, ich hab's gefunden. Rusty Bucket Bay. Let's go. Ich glaube, ich mochte die Welt. Vielleicht werde ich sie gleich auch hassen. Ah, ich bock dich zurück. Was? Das geht nicht. Das ist Schmuggelei. Das ist ja geschmuggelt. Bitte, bitte.
Rusty Bucket Bay hat definitiv einen geilen Soundtrack, wie fast alles in dem Spiel hier. Konnte man nicht auch irgendwo seinen Stuff erweitern, dass man mehr tragen konnte? Irgendwas gab's doch damals, war aber super dumm zu holen. Lass mal hier gucken. Irgendwas war doch da. Oh. Na gut. Tür zu. Also Grant Kirkhope, also der Komponist hinter dem Spiel und auch hinter Band with Pui, hat super Arbeit gemacht. Hat auch noch irgendwas anderes gemacht als die Spiele hier. Ich hab's gerade nur nicht im Kopf. Zitat Kitty, ich hab's nur nicht im Kopf. Na gut, dann gehen wir halt erstmal hier rein. Zu Rusty Bucket Bay. Banjo 3, ja, Nuts and Balls, Bayern. Nuts and Balls. Machito. Oh. Ich will aber nicht zurücklaufen. Nein. Wir müssen Chito finden, Guys. Toll 2. Oh, ich bin toll. Oh. Ja, so funktioniert das nicht, ich weiß. Das ist eher, oh Gott, wie übersetzt man das? Ich verstehe das Wort, ich weiß nur die Übersetzung nicht. Das Problem habe ich öfter bei Englisch. Zoll? Wegzoll, ja. Sowas. Oh, lass mich raten. Moment. Moment. Nicht. Warte. Ich kann doch bestimmt die Fenster kaputt machen. Kann ich die Fenster kaputt machen? Ich glaube, wenn ich die nicht, okay. Ah, da. Was? Okay, kein Problem. Kamera? Ja, kein Problem, Kamera. Ich brauche dich nicht in der Ecke, du hast okay. Ah! Oh, das Wasser sieht sehr einladend. Kamera, willst du mich verarschen? Tauchst du in diese Soße ein, verlierst du sehr schnell Luft. Wie frei. Oh. Also planschen kann ich, tauchen ist aber schlecht. Gut. Das habe ich gesehen. Da komme ich nur noch nicht dran. Ach so, ich verliere auch über Wasser. Was? Warte, was? Okay. Kein Problem. In dieser Brühe braucht man zweifach Luft. Wir sehen uns dann in der Gruppe. Danke, Grundhilda. Danke. Ist sie nicht nett? Ich glaube, ich habe da eine schlechte Idee gehabt. Lecker Soße. Warte, ich hab's gleich. Okay. Ich hab mich durchgeschmuggelt. Hä? Okay. Was? Wo bin ich denn gerade? Hier auf der Seite.
Den habe ich gesehen. Ich will nur erstmal hier lang. Da ist übrigens Tür auf. Das Fenster könnte ich vielleicht kaputt machen. Wenn ich mich schlau anstelle. Eieieiei, das war fummelig. Okay. Erstmal darüber. Würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, was wir hier so treiben können. Ha, sie hat treiben gesagt. Ha, ha, das ist ein Puzzleteil. Und ein Leben. Habe ich beides gesehen, ja? Ich sehe Dinge, yay. Manchmal tue ich das zumindest. Ja, nicht so ganz. Hey, hey, treiben, das ist aber ein lustiges Wort. Ja. Aua. Findet der Kerl hier auch? Was? Aha. Da komme ich hoch. So, dann kann ich hier wieder mich durchwursteln. Ah, nicht runterfallen wäre cool. Ich glaube, das Puzzleteil war hier in der Ecke. Ja. Da. Oh, ich war ein bisschen schnell. Kazooie, lecker Puzzleteile. Mm, hey, Spielmaschine. Was? Spielmaschine. Sie hat Spielmaschine gesagt. Vanessa, please. Weißt du, keckst mich, aber Vanessa, please. Controller. Oh Gott, dang it. Würdest du... Bitte. Danke. Wow. 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 Hallo? Ich gehe gleich. Ha, okay. Ich kann das. Manchmal. Ich kann ja auch nicht immer alles auf den Controller schieben. Das fällt irgendwann auf. Okay, 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 okay. Okay, let's go. Da lang. Jetzt aber. Way! We did it. Quasi first try. Quasi. Schnauze. Und Benju den einfach erst nicht einsammeln wollte, ne? Wie komme ich denn hier raus? Was? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Wo Ausgang? Da Ausgang. Ha, sie hat Ausgang gesagt. Ha. Benju, bitte schwimmen. Ich sagte schwimmen, nicht tauchen. Oh, hi. Ich befreie dich irgendwann nachher. Ich habe gerade gleich erstmal ein Problem. Merkt sich jemand den Delfin für später? Ja, gut. Komm doch da nicht einfach so rüber. Oder komme ich da schon dran? Ach, Quatsch, Vanessa. Hilf!
ich bin gefangen. Befreit Snorkel von diesem Ding. Ich glaube, das geht später. Ich bin halt nur wieder besonders durch. Natürlich, du Drecksack. Der muss natürlich noch mal vorkommen, weißt du? Arschkeks. Jojo! Ja, so Rusty Bucket Bay, doch, bisschen fies, ja? Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Aber grundsätzlich mag ich das Setting von der Welt hier. Sie ist zwar nervig, ja, durchaus. Aber das Setting gefällt mir. Danger. Oh, lass mich raten, die grüne Suppe ist Insta-Kill. Ich will das ja nicht rausfinden. Das Problem ist gerade, der Controller ist, ja, ja, Kitty schiebt's wieder auf ihren Controller. Gott! Es ist nicht Insta-Kill, aber es tut weh. Jetzt krieg ich. Jetzt mache ich einen Panikunfug. Okay, ganz ruhig. Atmen. Guck, easy. Mach einfach den Mund nicht mehr auf. Endlich hältst du mal die Klappe. Wow. Ich gehe gleich. Wenn's recht ist, ich gehe gleich. Wo lag denn Heilung rum? Da hinten gibt's ja gleich Heilung sonst. Eieieiei. Kann ich vielleicht gleich nicht sterben? Das wäre super cool. Ja, so viel zum Thema Heilung. Das war jetzt Negativheilung. Hä? Was? Also. Spiel, please! Funktioniert gut. Oh Mann! Geh gleich! Danke. Ich sehe halt gerade an jeder Ecke meinen Tod lauern. Oh, was ist das? Will ich das drücken? Bestimmt will ich das drücken. Knöpfchen drücken ist immer toll. Außer es ist time-based. Toll. Erstmal in Ruhe gucken. Ich sollte generell vorsichtiger spielen. Könnte das helfen? Ach, Quatsch. Halte ich für ein Gerücht. Lag irgendwo Heilung. Oh. Ich hab doch nicht aufgepasst. Oh Gott, Kitsune will mich tot sehen. Warte, ich kletter nur kurz runter. Auf wie viele Minuten? 5, ne? Ugh. Ja gut. Bin dann gleich mal tot, ne? Wird gut. Rena, ich trinke, nachdem ich fertig bin mit Umdrehen. Hi übrigens. Um das jetzt einfach nicht zu unterbrechen. So, Kamera. Kamera funktioniert so. Moment, ich hab's gleich. Ich versuch gerade nicht zu sterben. Oh, cool, da ist ja die Todeszone. Oh, cool, cool. Wie mache ich das denn jetzt am schlausten?
Also da ist geradeaus. Nee, da ist geradeaus. Cool. Genau so. Okay, okay. Gleich stirbt sie. Concentration. Oh, oh. Ich bin noch am Leben. Noch. Ich hab Angst. Nein. Okay. Warte, ich will nach links, also drücke ich nach rechts. So. Okay, okay, okay. Ich bin lebend. So, wie ging das jetzt? Das ist super. Ich finde die erhöhte Schwierigkeit also geil, ne? Kann man mal machen, wenn man so kurz vorm Sterben ist. Am Eingang. Ja, ich versuche da gerade hinzukommen. Das ist nicht so einfach. Warte, ich will nach da. Also drücke ich nach da. Ich habe ein Problem. Nein. Die Zude ist das schuld. Ah, ich muss vorsichtiger spielen. Wir gehen erstmal da lang. Minuten. Oh Gott. Warte, wo ist Springen? Da ist Springen. Bleib Kitsune! Ja, bleib den mal alle. Alle jetzt so ein geiler Typ. Mehr davon. It fuels my existence. Das ist schön, glaube ich. Bin mir nur noch nicht ganz sicher, ob ich das wirklich so schön finde. Komm da hoch! Ich leg den Controller einfach auf den Tisch, dann geht das, glaube ich. Da ist Springen. Das ist bei dem Controller ja noch schlimmer als sonst. Warte. Da. Warte. Okay, ich weiß noch nicht, was ich gegen euch mache, außer auf die Fresse kriegen. Ah ja, Honigwaben. Ah, nein. Oh, nein. Bienen. Warte. Wie mache ich das? Ich muss hier rollen und dann laufen. Funktioniert sogar einigermaßen gerade. Wow. Ah, ich krieg gleich zu viel. Scheißendreck. Ich darf gleich wieder umdrehen. Heieiei. Um mir was zu trinken einschütten. Und gegen mein Mikro stoßen darf ich auch. Ich hasse alles, ist okay. Tok. So fühle ich mich auch gerade, Banjo. Das war meine Community.
Die 8K waren sehr gut eingelöst. Das ist schön, Kitsuno. Das freut mich für dich. Ich hoffe, du kannst mir meinen unbändigen Hass nachsehen. Ich peck ja auch nur. Das ist okay, dafür ist es da. Manchmal frage ich mich, warum ich mich sowas einstelle auf Twitch. War einer der Vorschläge von Twitch tatsächlich, ja. Also von Twitch selbst. Bisschen Unfug, also meist so klaumopft sich mehr zusammen, aber manchmal habe ich tatsächlich auch eigene Ideen. Man mag es kaum glauben. Kann ich zu dem extra Hass Ketchup haben? Ja, sehr gerne. Erstmal darüber wieder. Kann es sein, dass ich trotzdem mehr als 9 Leben habe? Sie werden nur nicht angezeigt. Ich glaube schon. Und was mache ich gegen diese explosiven Fässer? Das wäre auch noch mal eine Frage, die ich mir stellen möchte. Ah! Hab's gleich. Danke, Iggy. Danke. Lass mich hier kurz langlaufen. Dann habt ihr mehr davon. Ich bin ein blinder Fisch. Ich hätte hier erst nachher reinspringen sollen. Naja, egal. Passt schon. Ah, da ist die Lücke. Ich sehe doch nichts. Bleib da schön drinne. Achso, ich wollte ja noch da rein. Da war ja was. Dann noch mal kurz langflitzen. Flitzen! Ich krieg das hin. Ich muss mich ohne Brille nur ein wenig konzentrieren. Ah! Bonk! Ja, okay. Oh, okay. Kein Problem. Ach, Rusty Bucket Bay. Ich meine, eigentlich mag ich dich, ja. Aber ein paar Sachen sind schon etwas fummelig. Weil man nichts sieht. Ja. Sehe ich so aus, als könnte ich ohne Brille abschätzen, wie weit ich springen muss. Die Antwort, aua. Lautet nein. Fisch, du bist doof. Wir sind erst bei knapp 2 Minuten. Ah. Alter, ich sehe das ohne Brille nicht. Okay. Ich komme da noch rüber. Ja. Ich habe euch ja alle um Pfotenpunkte erleichtert für das Trash-Event, ich weiß. Fieser Fiesling. Das nächste Woche Samstag 15 Uhr läuft. Ja. Habe ich es euch schon erzählt? Ja, habe ich schon, ich weiß. Ich bin halt ein bisschen hyped. Ich werde euch alle dafür hassen. Vor allem den Schmünko. Der Schmünko, der rickt immer bei so Wunsch-Events. Es werden immer die Sachen von Schmünko gezogen. Wirklich immer. So, da oben ist noch ein Leben. Aber ansonsten kann ich, glaube ich, wieder gehen. Was sagen meine HP? Ja gut, das könnte ich mir sonst auch noch kurz holen. Ich will es mir nicht holen. Gut. Falle ich halt runter. Auch kein Problem. Bis gleich, Vanessa. Wer schreit? Ach so, der Delfin. Ja. Ich nehme mal an, das Problem darf ich nachher von drinnen lösen. Das finde ich dann in Ruhe raus.
Let's go. Ja, was denn? Norkas? Du bist jetzt Vanessa, hä? Freu dich doch, dann musst du nur noch 25% arbeiten. Ja, aber es ist ohne Brille eine fantastische Idee. Hatte schon mal schlechtere Ideen. Ey! Was denn, Vanessa? Okay, okay, okay. Concentration! Vanessa will nur nicht, dass sie dann 75% arbeiten muss. Ich habe schon verstanden. Okay, Guys, ihr dürft mir mal einen Tipp geben. Was mache ich gegen diese Gegner dort? Erzählt mal. Ich probiere in der Zwischenzeit mal ein bisschen. Ah, ich hab's rausgefunden. Haha. Ihn besteigen. Ah ne, besiegen. Entschuldigung. Wieso lese ich besteigen? Holy shit. Entschuldigung. Ah. Ich habe keine Brille auf. Ich kann nichts dafür. Ohne Brille sah das aus, als wollte Vanessa, dass ich auf ihn draufsteige. Ich gehe mich gleich löschen. Bonk. Probieren wir das mal. Es wird ohne Brille bestimmt fantastisch. Ich hab's doch bekommen. Ich bin sehend. Übrigens. Bonk. Sehend. Ika, uka. Oh Gott, aber war da. Ich pumps jetzt alles an. Oh Gott. Ist nicht so effektiv, wie ich gehofft hatte. Ja, also. Kann sie nicht töten. Oh. Langweilig. Ich krieg langsam Hunger. Wer von euch macht mehr Essen? Ja, also, ihr könnt ja immer noch spenden für zweimal Schnitzel mit Pommes, ne? Ich meine, was? Nein. Ich will darüber. Warum sind so unkaputtbare Gegner? Das ist voll unfair. Eier, Eier, Eier. Oh, hi. Schmuggel mal kurz. Das war übelste Verschwendung, aber ich bin ansonsten tot. Ich möchte nicht sterbigen. Ihr habt eure Bestzeit. Ja, sehr schön. Die war kaputt wegen Kitsune. Lasst mich in Ruhe. Drecksviecher. Hab ich dich schon? Ja. Au. Okay.
sagte, lass mich in Ruhe. Moment mal. Nee, falsches Spiel. Nirsch hat ja noch nicht ihre Punkte zusammen, weil dann gibt's... Moment mal. Ja gut, das passt. Mit, gibt's bei Professor Layton auch so einen Standardspruch? Okay, hier sind echt nur die Eier. Gerade beim Trashfest werde ich einige von euch echt hassen lernen, ne? Objection! Na, ich meine Professor Layton. Oh. Au. Boom. Ich wollte gerade erwähnen, dass das mit Zielwasser vielleicht noch Übungssache ist. Das ist in dem Spiel gar nicht mal so einfach, ja? Oh Gott! Oh Mann, ey! Hashtag worth it und so, ne? Voll verkackt! H69! Ah! Manno! Voll doof! Ihr werdet langsam echt geizig mit Heilung. Wie soll das denn in... Oh mein Gott. Wie soll das denn in der letzten Welt aussehen dann? Ihr wart auch mal netter. Rare. Ah? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich wart ihr nie nett. Aha, da ist ein Icker. Ucker. Ich kann pokern. Und ein paar Matrosen. Und ein Jinjo. Jinjo! Ui! Haben wir noch mehr Zeug hier? Ich glaube nicht. Hi! Hallo, na? Kennen Sie schon meine Bärenrolle? Sieht ja schon mal gut aus hier. Wo ist der Ausgang? Ich glaube, hinter mir. Da. Ich kann tatsächlich nicht pokern. Ich weiß nicht, ob ihr pokern könnt. Theoretisch habe ich das mal in irgendeinem Videospiel gelernt. Praktisch habe ich keine Ahnung von Pokern. Hui! Ich kann dafür andere Sachen oder so. Theoretisch kann ich Schach, aber das ist halt wirklich mittlerweile eher nur noch theoretisch. Pokern ist jetzt nicht so schwer. Ja, bring mir mal bei, Vanessa. Let's go. Ich glaube, wir müssen aufs Schiff. In Red Dead Redemption 2 gab es immer ganz lustige Pokersachen. Ich glaube sogar auch relativ gegen Ende vom Spiel gab es da noch mal was. Was ich halt letztens mal gelernt habe, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Siedler von Catan fand ich super cool. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Oh, ich habe die 69 kaputt gemacht. Habe ich sonst irgendwelche Gesellschaftsspiele gelernt? Ich glaube nicht. So, dann entern wir mal das Schiff. Hallo, Rettungsring. Willst du mich verarschen, Spiel? Ich bin gerade voll. Ich hab Fragen, Rare. Ich hab manchmal wirklich Fragen. So.
hier ist vorne. Hier waren wir eben. Hier ist noch Zeug. Waren wir hier eben? Ich habe die Orientierung verloren. Nee, waren wir nicht. Ich bin gut in Pokern. Ich kann nur Doppelkopf. Was ist Doppelkopf nochmal für eine Art von Spiel, Iggy? Ich kann einigermaßen sinnvoll Rommé spielen und auch gerne. Guck mal, der ist zum Beispiel nicht aggressiv. Aua. Ein Kartenspiel, okay. Du darfst gerne etwas ins Detail gehen. Ach, guck mal, das siehst du an der Farbgebung. Der ist hell. Der ist so dunkelgrau. Aha. Schlau. Nein, eigentlich nicht, aber... Jetzt habe ich Bock auf One Piece. Ich glaube, ich gucke heute Abend One Piece. Du guckst doch andauernd One Piece. Ja, das stimmt, aber... Ich habe halt auch noch so 500 Folgen vor mir. Oh Gott, ich bin quasi bei der Hälfte. Hä? Okay. Keine Ahnung, wo das ist, aber das ist schon mal gut. Wir werden Dinge rausfinden. Und da vorne ist auch noch was zum Abstellen. Knöpfchen drücken, Knöpfchen drücken macht Spaß. Wo ist die Jule, wenn man sie mal braucht, um Knöpfchen zu drücken? Kommen Jule. Hat die nicht schon wieder Urlaub oder so? Oder nee, wer hat jetzt Urlaub? Irgendjemand hat jetzt wieder Urlaub. Drecksack, ich will auch. Sets, zwei Sets, 10 Ass oder 9 Ass. Dann schmeißt jeder Runde eine Karte ab und die höchste Karte gewinnt den... ich verstehe, glaube ich. Grob. Na, was ist hier? Dummi. Was halt auch immer geht, sind so Sachen wie Phase 10 und, ist das andere Ding nochmal? Hippo und sowas halt. Das ist eigentlich immer so ein Standardding. Kann man immer spielen. Oh, da oben ist noch Zeug. Aha. Ich bin da gar nicht rüber. Ich sehe hier noch Dinge. Wir finden raus. Extra Regeln und Hausvarianten. Jetzt, das Problem mit den Hausvarianten habe ich auch. Ja, aber wenn ich ärgere, ich sag mal, wie machen wir das jetzt nochmal genau? Ah ja, okay. Ja, aber ich kenne das so und so. Immer. Weil bei so Spielen, die fast jeder kennt. Gut, entweder einigt man sich halt vorher. Oder man geht nach dem offiziellen Regelbuch. Das sind so... die Möglichkeiten. Da ist ein Grundhilder-Schalter. Komm ich ran? Hä? Ich komm da gleich noch dran. Dünn. Hast du dir Zahlen gemerkt? Nee, was für Zahlen, Bayern? Die da? Ich will jetzt nicht wissen, ob die gemeint sind. Ich schreibe mir die einfach mal auf. ...312-111. Mäden über Kreuz springen, rückwärts... Ach Mensch, ärger dich nicht. Ja, die wichtigsten Regeln sind ja immer, wie man rausschmeißen darf, ne? Prioritäten. Ich vertraue Bayern nicht mehr. Ich habe mir die jetzt aufgeschrieben. Ich glaube, da unten ist nichts. Hui! Oh, boom! Mensch, ärgere dich nicht, ist auch so ein geht immer Ding. Oder halt Kniffel. Das gibt es in ganz vielen unterschiedlichen Namen. Manche nennen das Jatze, manche nennen das anders.
ist aber eine knappe Kiste. Au. Ist das so gedacht, wie ich das gerade mache? Wir gucken sonst später nochmal. Was geht denn hier für eine Party ab? Oh Gott, hi. Wer wagt es, mich zu stören? Vergehen, whoopala, wird euch sehen und hören. Das Puzzleteil. Hi. Milkshake, yeah, please. Och, ich glaube, ich bin auch nicht so der beste Kniffelspieler, aber es macht halt Spaß. Nein. Ich will auch einen Milkshake. Ich hatte mir das eigentlich schon gedacht mit den Eiern, aber ich hatte eventuell Panik. Oh Gott. Das ist ja unfair. Was für ein Milkshake? Einfach ein Milkshake-Milkshake oder noch irgendwie Richtung Geschmack oder so? Sonst geht's euch aber gut, ne? Okay, die Kleinen gehen noch so. Hä, was habe ich jetzt gemacht? Wollte nicht auf meine Ladetaste drücken. Ich habe ein Problem. Ich glaube, ich muss da was nachspielen, Guys. Kann das sein? Ich glaube, ich muss da was nachspielen. Oh, oh.